Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ja, ich habe hier die neue Grafikkarte von Nvidia, die neueste Generation, das ist die 4000er Generation, und zwar die 4070 von MSI, GeForce RTX Ventus 3x. Die ist mit, das ist eine OC Edition, und hier zeige ich euch mal, was in der Verpackung drin ist und natürlich auch, wie ich diese neueste Generation der Grafikkartenwelt auf meinen PC einbaue. Damit wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Am Anfang, was wir tun, wir schauen uns mal am besten die Verpackung mal an, was da genau steht und was man da noch sehen kann. Wir drehen das mal um. Ihr habt ja die Vorderseite gesehen, das Logo von der Nvidia GeForce MSI Karte, die RTX 4070. Hier sehen wir die ganzen Schriften, also die Bezeichnungen. Und hier die ganzen detaillierten Infos auf Englisch. Schade, dass es nicht auf Deutsch ist, aber das macht auch nicht. Falls ihr das auf Deutsch haben möchtet, könnt ihr das in der Homepage geforce.com sehen oder bei den QR-Codes der jeweiligen Hersteller auf dieser Verpackung. Ja, am besten, wir packen die jetzt aus. Machen es hier auf. So, ziehen das hier raus. So. So, und hier ist das gute Stück. Diese machen wir erstmal weg und schauen uns mal den weiteren Inhalt hier von dieser Verpackung mal an. So, da ist nichts viel dabei, sondern das MSI Graphic Cards Bedienungsanleitung. Wie das genau funktioniert, also eine coole, schnelle Bedienungsanleitung. Falls ihr mal keinen Bock habt, sage ich mal, hier euch das Buch hier anzuschauen und wisst nicht genau, wie es geht oder habt Angst, es einzubauen, wie man es einrichtet, dann könnt ihr das in den QR-Codes euch mal anschauen. Da gibt es auch bei YouTube auch ein Video, wie das genau geht, was ihr beachten müsst und vieles mehr. Schaut mal genau rein. Genauso abonniert auch meinen Kanal, um solche und keine anderen Videos hier zu verpassen. So, jetzt machen wir weg. Dann haben wir hier eine kleine europäische Regulatory Notice. Das ist sicherlich ein quick, schnelles Buch. Ja, das machen wir auch beiseite. Ich muss euch sagen, da ist leider nichts mehr viel drin. Das machen wir jetzt wieder rein. Also das Buch, diese Bücher. Und dann schauen wir uns mal die Grafikkarte genauer an. So, und hier ist die Grafikkarte, das gute Stück. Wir machen hier mal die Klebelasche auf oder den Aufkleber ziehen wir mal raus und holen die Grafikkarte. So. Hier ist das gute Stück. Also es ist nicht schwer, das kann ich euch mal sagen. Hier auch die Bezeichnung GeForce RTX MSI. Hier sehen wir den 8-poligen Anschluss. Bei meiner alten Grafikkarte war das ein 16-poliger Anschluss. Der war viel größer. Das war eine RTX 3060 Ti. Von Asus ROG Strix, auch eine gute Grafikkarte für das Gaming, aber die ist mal ein Stück höher und wie ich gelesen habe, ist diese Grafikkarte auch sparsamer, verbraucht weniger und die Leistung ist auch viel, viel besser. So, wir schauen uns mal den Anschluss an. Hier haben wir einen HDMI-Anschluss, das sind die DFI-Ports. Aber bei den neuesten, ich glaube ab der 30. oder 3000er Version, gibt es keinen VGA-Anschluss. Und weil diese wird nicht mehr produziert, glaube ich zumindest bei den Herstellern, weil die liefern die Anschlüsse nicht nur bei CPUs mit einer integrierten Grafikkarte, werden die im Anführungsstrichen noch produziert, weil man diese externe Festplatte zum Beispiel keinen Anschluss dafür hat man dies als Reserve für die CPU
mit der integrierten Grafikkarte. Auch eine Möglichkeit, ich hoffe, das bleibt so. Viele, denke ich mal, von euch haben noch die alte Version oder die neuesten, um Geld zu sparen. Und hier die coole Grafikkarte, die ich finde, mit sparsamer und genug Power für, denke ich mal, auch für Videobearbeitung, für meine Videos hier. Das werde ich jetzt auch machen. Wir bauen die jetzt mal ein und switchen mal auf meinen PC. So, nun ist es eingebaut. Jetzt machen wir den PC mal an. Ja, das sieht doch wirklich sehr gut aus, oder? Was sagt ihr? Würdet ihr euch die Grafikkarte kaufen? Oder würdet ihr euch die 3080 kaufen, die so ähnlich ist? Oder doch eine andere? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Und das war's auch vom Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video hier gefallen. Würde mich sehr freuen über ein Like sowie ein Abo, um gar keine Videos hier von mir zu verpassen. Damit bedanke ich mich, damit ihr euch dieses Video hier euch angeschaut habt. Und wünsche euch alles Gute und wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Technik M. Macht's gut. Ciao.